Ja, ein herzliches Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur. Ja, wie der eine oder andere gesehen haben kann oder könnte, in der letzten Folge gab es da so ein oder das andere Problem in der Quest. Ich habe jetzt Folgendes getan: Ich bin aus der Höhle komplett ausgestiegen, bin jetzt nochmal komplett in der Höhle rein und bin zum König Farrara gelaufen und es hat magischerweise funktioniert. Also geht es jetzt an diesem Punkt, wo es in der letzten Folge gehakt hat, geht es jetzt nun doch endlich funktionieren. Eigentlich, ja, es geht einfach weiter. Gut gemacht, Sagrell. Ihr habt euch dieses Namens wahrlich würdig erwiesen. Hallams Vertrauen in euch war gerechtfertigt. Ich weiß nicht, was ich von Blutgebeins Geschichte halten soll. Aber sie klingt nach der Wahrheit. Wir müssen zu Wenzen zurückkehren und ihm berichten, was wir hier in Uduat erfahren haben. Okay. Wir müssen weiter. Weiß ich Bescheid. Und wie ihr jetzt sehen könnt, König Farrara lebt wieder durch unseren Wiederbelebungstrank. Der in der letzten Folge nicht funktioniert hat, wegen einem Bug oder weil er wieder der König ungünstig gefallen ist. Und naja, wie gesagt, ich bin die Höhle einmal komplett hinaus, wieder bis hierhin reingelaufen. Und es hat geklappt, auf jeden Fall. Jetzt folgen wir denen erstmal wieder aus der Höhle raus. Blume nehmen wir mit. Hat aber keine Reagenzien gefunden. Naja, gut. Machen wir mal weiter. Jetzt haben wir zwei neue tolle Waffen gefunden in der Höhle hier. So ein Langschwert und so eine Ketten. Ich sag mal Ketten. Die haben zwar so einen komischen Namen, aber der ist für mich noch recht unbekannt. Zum König! Ja. Bin ich doch auf dem Weg. Auf jeden Fall, wenn wir aus der Höhle draußen sind, können wir dann schnell reisen. Einmal hier hoch zum König Wenzen zurückkehren. Gut, da oben waren wir wahrscheinlich noch nicht. Also wenn wir ab hier dann laufen müssen. Aber naja, die paar Meter. Oh. Oh. Zack, zack. Okay. Tja. Wir sind ein bisschen Power. Überpowered. Na, den Altar mitnutzen. Dann kriegen wir einen schönen Segen. So, hier waren wir ja schon mal. Die Truhe haben wir geöffnet. Pflanze ist nicht abbaubar. Aber wir sind ja schon zum Glück da. Haus der Balladen. So, gucken wir mal, ob wir den Platz einnehmen können. Da bin ich mal gespannt, oder wie es allgemein mit der Geschichte weitergeht. Und was wir dann auch noch unbedingt machen werden, oder machen dann werden gleich direkt, ist die Hauptquest. Das ist ja so eine Gruppierungsnebenquest. So. Keine Ahnung, was die für einen Sinn und Zweck hat, aber der Held kehrt zurück. Wir machen es und wir werden schon als Held bezeichnet. Ich bin erleichtert, euch wohl aufzusehen. Was geht hier nur vor? Erst Sagrell und dann auch noch Blutgebein. Das sind schockierende Entwicklungen. Hört zu, Hallam und ich haben uns über die Geschehnisse in Uduat unterhalten. Ihr werdet für eine ganz besondere Aufgabe gebraucht. Für euer eigenes Lied. Ihr müsst zu Tenwa reisen, die auch als die Bibliothekarin bekannt ist. Es ist eine Reise von großer Bedeutung und nicht ohne Gefahren. Ich bin bereit. Geht zu Tenwas Karte in Haxi. Sie wird euch bereits erwarten. Holt bei ihr eine Ballade aus ihrer Sammlung von Feienkerns ab. Sie heißt Der Held und die Maid. Bringt sie mir und beschützt sie mit eurem Leben. Sie ist von unermesslichem Wert. Okay, wir können jetzt zwar nochmal fragen, wo die Bibliothek Tekaren ist, aber Tenwa erwartet euch. Hat er uns ja grob beschrieben. Und wir haben einen Stufenaufstieg erhalten. Oh, ja. Den werden wir jetzt auch machen. Stufenaufstieg. So, Schmiedkunst. Nochmal angefeuert. Du beherrschst die Kunst stumpfer Verletzung und verursachst höheren Schaden bei Gegner, betäubte Gegner. Ach stimmt, das war ja nicht so ganz schlüssig. Auf Auswertung. Der letzte Treffer, der eines Lebensangriff verursacht,
Anhaltende Erschütterung. Okay. Das war ja alles nicht so das Wahre. Hier kämpfen wir momentan mit Dolchen. Dolch? Nein. Mit Zepterkosten. Ach, hier. Zauberkosten verringern. Das können wir mal machen hier. 5% Schaden. 6% nur. Wie hoch geht die Stufe? Oh, bis 6. 30% des Manas. Okay, gehen wir wieder zu Kraft. Oh, Beben nochmal 2 Punkte. Was war das? Achso, ja, gut. Wenn sie betäubt sind, sind sie betäubt. Wissen wir Bescheid. Bestätigen, können wir also lassen. Und haben, oh, schöner. Gut, EP. So, weiter geht's mit Tenvaren. Können wir schnell reisen? Die liegt ja ein bisschen weit entfernt. Dann machen wir eine Schnellreise zum Haxidamm und dann sind wir wieder recht in der Nähe. Ja, ist blöd zu reden, wenn die Nase zu ist. Aber was muss, das muss, ne? Naja, ist das jetzt der richtige Weg? Naja, wir gucken mal. Wenn nicht, müssen wir einen kleinen Bogen laufen. Da oben warten ein paar Gegner. Aber die werden wir in kürzester Zeit beseitigt haben. Oh, Alter. So. Tja, das habt ihr nun davon. Wir machen kurzen Prozess, ne? Und so kam Nix in ein Dorf ohne Groll, nicht ahnend, dass er war noch immer ein Troll. Er zermalmte den Weg und riss Mauern ein. Kretz und einer mit dem Troll war von Erfolg zu reden. Zauber der Maid dachte weiterhin, er sei ein Mensch, von seiner wahren Gestalt befreit. Und so wütete er durch das Land voller Glück. Alles war für ihn ein Spielzeug. Er ließ nichts in einem Stück. Lord Eimer näherte sich ihm und sprach: Wenn ihr ein Mensch seid, verhaltet euch danach. Jetzt war die Sprechsequenz ein bisschen unterbrochen, aber Alter, was er tropt. Ist ja otropisch. Ja. Ich glaube, wir haben schon wieder keinen Platz mehr. Aber gut, hier oben ist zwar nicht das Ziel, wo ich hin wollte, aber hat sich das schon wieder gelohnt. Oh, Dietricher. Einfacher geht's nicht. Wir gehen mal schnell in Dienhill und verkaufen unser Equip. Also, unser Inventar. Wir sind ja knackevoll. Diese verdammt! Es ist wieder sicher, das Dorf zu verlassen. Gewehrkalle. Schauen wir mal. Ob wir was Schönes machen können. Kann ich euch helfen? Reparieren bitte. Kaum geht es mir besser, verschwinden die Boggarts. Ich Glückspilz. Alles reparieren für 3000, jawohl. Ist das alles? Jo. Zerlegen. Gut, Boni. Nur das Wertvollste zerlegen. So, da hatten wir was. So. Gut, das war's erstmal. Herstellen. Können wir jetzt ein Großschwert herstellen, was... Nein, können wir nicht.
Wie sieht es mit Rüstung aus? Nee. Immer noch nicht so das Wahre. Ihr seid bei der Handwerksgilde stets. Habt ihr was Feinkling der Deutschheit? Welche Werte haben die hier? 41, oh, meins hat 63. Nicht so. Bogen 40, Langes Schwert, alles nicht so, wie ich mir das vorstelle. Na dann. Verkaufte Gegenstände, boah, so viel wert ja. Dann verkaufen wir mal. Ich habe hier noch ein bisschen, oh, brauchen wir eh nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir alles nicht. Hui, so viel noch, 44. Boah, so viel. Kanarok-Tuch. So viel. Aber wir haben wieder Platz. Ja, auf jeden Fall wieder Platz und. Willkommen. Ihr könnt jederzeit wiederkommen. Nicht schlecht Geld, also muss man schon sagen. An Geld soll es ja jetzt nicht mehr liegen. So, jetzt versuchen wir das mal. Kann ich euch helfen? Können wir es einfassen? Helm. Feuerresistenz. Nee. Nicht so das Wahre. Ja. Haben wir wieder ein bisschen Platz im Inventar geschaffen, auf jeden Fall. Und eine Schnellreise. Das war es, um mal auf den Diedenhill dorthin zu kommen. Das scheint der bessere Weg zu sein, auf jeden Fall. So, einmal das mitnehmen. Natürlich keine Reagenzien. Aalblatt. Mitnehmen. Ah, da ist es doch schon. Sind wir ja schon da. Sehr schön. Hier lang? Jo. Eisengriffstieg. So, da sind wir im Eisengriffstieg. Oh, unsere Magie. Stimmt, war ja was. Oh, wir halten was aus. Geben aber gut DP. Sehr gut DP. Okay, das Knock. Okay. Ja. Die Triche brauche ich auch mal unbedingt wieder. Demnächst auf jeden Fall. Und hier geht es um weiter. Ja, noch ein paar Kisten. Zack, was wollt denn ihr von mir? Oh. Zack. Oh. Also die hauen schon gut rein, auf jeden Fall. Aber die haben wir soweit erledigt. Wer liegt denn hier? Über Alchemie liegt ja im Buch. So, dann geht es weiter in diese Höhle.
Das nehmen wir dann noch hier mit. Den Zunderzweig. So. Oh, wir sind da. Aber was uns da oben erwartet? In Yolvan. Das in der nächsten Folge von Kingdoms of Amalur: Reckoning. Bis dahin.